Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed. So, Leute, wir machen uns auf den Weg zur Arena. Ich hoffe mal, dass wir richtig fahren. Dann schauen wir doch mal. Wow, ein bisschen rüber hier. Was uns dort erwartet. Müsste eigentlich in diese Richtung sein. Hier sind die ganzen Schiffswrack, wo er erzählt hat. Mich zur Arena führen. Genau. So, machen wir das Bildbackgerät an. Hier war auch noch ein Fragezeichen. Ich sollte lieber umkehren. Ja, ist warum? Ich kenne doch jetzt nicht um hier, Mensch. Wir sind kurz vom Ziel. Wie sieht das Ganze aus? Da oben ist schon so eine Fahne. So eine komische. Schauen wir mal, ob wir hier was reißen können. Ich glaube, wir wollten schon mehrere Schiffe reinfahren, aber man sieht es ja. Leider schief gelaufen. Oh, die Arena, da ist endlich, haben wir die blöde Arena. Das muss Gura sein. Okay. Eingang. Hier kommt man gar nicht irgendwie gescheit rein, gell? Hier wäre halt cool, wenn es hier einen Portpunkt geben würde. Was erzählte mir von der Arena? Ich sollte sie mir ansehen. Ha! Müssen wir hier alles snacken? Ah, schaut schon cool aus hier. Interagieren, was kann man hier machen? Vasilis, der König der Arena. Ein spartanischer Maulheld, aber so gut, dass er es sich erlauben kann. Okay. Gut, dann schauen wir doch mal. Hast du das gehört? Ich höre nichts. Ich höre nichts als den Wind. Ganz genau. Nichts. Ja. Es heißt, man konnte die Zuschauer bis hierher hören. Ihr Durst war nicht zu stillen. Welcher Durst? Nach Kämpfen in der Arena natürlich. Leben und Tod in ihrer reinsten Form. Liebe, Hass, Ruhm und Ruin. Alles zur Erbauung des Publikums. Mein Name ist Skura. Cassandra. Ich habe von diesem Ort gelesen. Und von dir. Es war ein Aufruf an Kämpfer aus der ganzen griechischen Welt. Diese Mauern beben nicht mehr, weil es keine echten Helden der Arena mehr gibt. Die Zuschauer wollen keine wahren Krieger mehr sehen. Sie wollen nur Blut. Aber du, Söldnerin, könntest das ändern. Du könntest sie umstimmen und unermessliche Reichtümer gewinnen, versteht sich. Wenn du hier kämpfst und gewinnst. Vielleicht kann ich diese Arena wieder zum Beben bringen. Gut. Ich bin für alles bereit. Ehre deinen Gegner. 22.643. Okay, ich denke mal, bis hier können wir das machen. Aus der Asche erwacht. Komm, wir machen erst mal ja, bis hier. Ja, und zwar den König der Banditen. Machen wir erstmal alles schön auf der Reihe. Schön abgrasen. Dann schauen wir mal. Level 50 wird ein bisschen schwer werden. Da wird uns der Schaden nicht ausreichen. Okay. Da müssen wir irgendwie aufpassen. Lächerlich.
Ja, okay, man muss schon sagen, sie sind jetzt Level 22. Das merkst du natürlich schon am Schaden. Es wird natürlich dann von Kampf zu Kampf schwieriger, Mensch. Mensch. Hörst du das? Du musst dich gut geschlagen haben. Hast du es nicht gesehen? Ich habe seit Jahren keinen Kampf mehr gesehen. Aber wenn die Menge so jubelt, habe ich vielleicht meine Heldin gefunden. Natürlich bejubeln sie mich. Wer würde einer legendären Kriegerin in der Arena nicht zujubeln? Vielleicht stimmen die Geschichten ja doch. Skura. Meon? Ah, Söldnerin. Ich wusste es gleich, als ich dich zum ersten Mal sah. Du könntest heldenhaft in der Arena sein, wie Skura. Wenn du weiter so kämpfst, sage ich eine lange und profitable Karriere voraus. Für uns beide. Rede mit Skura, wenn du für den nächsten Kampf bereit bist. Bin bereit. Durch, Diopun. Wähle deinen Gegner. Ich spieße Belos auf wie ein wildes Tier. Noch mehr? Yeah!
Na komm her, meine Zuckerpuppe. Kultistenhinweis. Oh, wir haben die Amazon-Montur bekommen. Geile Sache. Die ist zwar niedrig, aber ich muss sie dann hochballern. Deine Waffe, Söldnerin. Der Speer. Er erinnert mich an alte Zeiten, an die Perser. Dieser Speer hat viele Perser getötet. So wie ich. Auf dem Schlachtfeld und in der Arena. Ich muss jetzt gehen. Du hast dich in der Arena als wahre Kämpferin erwiesen. Weiter so. Danke. Wähle deinen Gegner. Okay, ich glaube, jetzt wird es schon ein bisschen härter. Ich mache in der Arena Jagd auf Evante. 36. Wir müssen aufpassen jetzt. Los geht's. Come on.
So, jetzt glaube ich, ist 43. Jetzt wird es schon ein bisschen herre. Die Krieger in der Arena genießen nicht viele Privilegien, außer den Vorzügen von Ruhm und Berühmtheit. Sag mir, Söldnerin, gibt es Menschen, die dir nahestehen? Freunde, Familie, Liebhaber? Es gibt Menschen in meinem Leben. Menschen, die mir wichtig sind. Hast du so etwas auch? Meine Tochter ist mir sehr wichtig. Ich werde nicht weiter bohren. Aber komm und sieh mich kämpfen. Ich beneide dich, Söldnerin. Du kannst noch so viel erreichen. Gib das nicht aus der Hand. Wähle deinen Gegner. Ich werde den Fels von Athen zerschmettern. Okay, der wird jetzt heftig. Was ist denn das für ein Scheiß? Hilfe!
klettern! Alter Schwede. Schauen wir mal, ich glaube, da war noch ein Kultist. Ein Kulti. Ich führe alle, die gegen uns sind, zu den Toren der Unterwelt. Cordus Möge der, Kosmos mich leiten. Hier im Wurf ist entdeckt. Aber wir können ihn noch nicht aufdecken. Speichern aber mal. Ah, da haben wir jetzt den kompletten Baum. Eine von hier wäre noch was. Wir können einmal bitte eine andere Hose anlegen. Ein 43er. Oh, das ist geil hier, das Teil. Das schaut richtig nice aus. Aber das ist noch zu niedrig. Das müssen wir ein bisschen auftunen. Amazon-Montur, geil. Diesen 22 ist das. Kampfhandschuhe, okay, das ist auch scheiße. So, jetzt warte mal, wir könnten jetzt. Okay, da haben wir jetzt was. Wir könnten jetzt mal schauen, ich weiß ja nicht, was das für ein Level ist, aber ich glaube, da ist noch ein Kultist. Wähle deinen Gegner. Okay, den 50er nehmen wir mal nicht, weil den schaffen wir wahrscheinlich nicht, aber den können wir mal bitte. Das ist ein Söldner. Ich muss ausstehende Schulden eintreiben. Verstehe. Hast du jemand Besonderen im Sinn? Schauen, was das für eine Stufe ist. Ein 50er werden wir dann nicht machen, weil es ist auch nicht möglich. 4 Level ist zu krass. Bitte. Bogen des Hades. Bam.
So, wo sind die jetzt? Nicht in der Arena. Wir sind schon Rang 3, ey. Geil. Aber müssen wir weiter hoch oder weiter runter? 46. 46. 45. Rang 7. Okay, wir müssen weiter hoch, ey. Wir sind noch komplett am Anfang. Jetzt könnten wir mal schauen, ob wir gleich den nächsten kriegen. So, wir hören alle 5 Gegner. Blutsport. Wähle deinen Gegner. Ah, der 50er, den machen wir doch nicht, den schaffen wir nicht. Ich will jetzt nicht kämpfen. Wie du willst, Söldnerin. Machen wir, wenn wir 50 sind, würde ich sagen. So, okay. Okay, wir können sogar eine Schnellreise hier machen. Hier ist sogar ein Schmied. Dann schauen wir uns mal schnell an, ob wir die Amazonenrüstung hochballern könnten. Weil auf die habe ich richtig Bock. Die schaut echt geil aus. Hallo. Und wir verkaufen erstmal. Hand kümmern nichts, okay. Okay, was kostet denn die Amazonenrüstung zu verbessern? Wir haben jetzt aktuell, was haben wir denn hier? 994 Rüstung. Also die geht auf 994 hoch. Die geht auf 994 hoch. Oh, wir brauchen so viel. Wir brauchen so viel Leder, Mensch. Warte mal, können wir nicht zerlegen? Verkaufen, warte mal. Wir können doch bestimmt zerlegen. Die wollte ich nicht zerlegen. Obwohl, komm, die brauchen wir nicht mehr. Wir sehen uns später. Schau noch mal rein. Ich hab bestimmt mehr zu zerlegen. Nichts mehr. Hier kriegen wir kein Leder, oder? Oh. Nee, wir haben nicht mehr, Mage. Oh nee, wir kriegen kein Leder mehr. Okay, dann müssen wir leveln heute. Das ist nervig jetzt gerade. Okay, aber es hilft leider nicht. Wir können nicht mehr zerlegen. Können wir hier was zerlegen? Ausrüsten, hier können wir auch nichts zerlegen. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir auf die Karte. Hier wäre noch ein Haufen Fragezeichen. Was? Wir haben hier ein unentdecktes Ding oder was? Okay. Was wir machen könnten. Hier war doch irgendwo noch ein Fragezeichen glühendes. Hatte ich doch hier noch ein Tier gesehen. Hier war ein Tier. Könnte man den Eber mal schnell erledigen? Ich glaube, das werden wir jetzt auch machen.
gibt es nämlich bestimmt gut Haut. Und dann gehen wir die zwei gleich mal ab, dann später. Hier haben wir noch ein anderes Vieh erledigt. Das können wir auch schon abgeben. Gucken wir uns den noch gleich mal. Genau, hier will ich hin. Ja, okay, die anderen Kämpfe kann ich erst gewinnen, wenn ich 50 bin. Das ist die Stadt, die wir vom Ainos aus gesehen haben, Ikaros. Hier wollte ich schon immer mal hin. Na los! Wir schauen, dass wir auf Tierjagd gehen dann. Einfach Tier erledigen. Oh. Machen wir schnell, weil da können wir nämlich gut heute. Bloß. Also mehr erwartet. Okay, der große Happen kommt jetzt. Thank you.
Alter, was ist da los? Alter, was furzt denn der hier? Alter, was ist denn los? Was ist da los? Was rum? Der bin irgendwie eingenebelt oder so. Okay, da muss ich ein bisschen wegbleiben, glaube ich. Ein bisschen mit dem Bogen drauf schießen. Vorsichtig. Man darf nicht sehen. Alter. Alter, was ist denn da los? Kapier ich nicht. Der ist heftig. Pupsender Eber heißt es. Der kriegt den nicht. Nicht geblockt, den Penner.
Alter, der wäre doch fast down gewesen. Oh. Ich weiß nicht, warum ich jetzt zum Schluss so viel Schaden auf einmal gekriegt habe. Nochmal. Kann den noch nicht locken, das Schwein. Alter, nee. Oh, ich sag, ich verrecke noch. Heftiger Scheiß. Okay, wie viele Fälle habe ich jetzt? Ich brauche 600. Das heißt, ich muss noch ein bisschen auf Jagd gehen. Wir gehen mal hier runter. Wir haben eh noch ein bisschen was zu erledigen. In der Zeit werde ich dann bestimmt auch meine Fälle haben. Ui. Vielleicht doch mal ein bisschen etwas im Bogen reinskillen. Scheiße.
Ach, das ist wieder so eine scheiß ein blödes Lager. Gebiet wird sicher gut verteidigt. Viel zu erlebt noch. Wo wird denn der sein? Ach du Scheiße, da drüben. Schatz doch. Nehmen wir den blöden Löwen auch gleich mit. Oder Fell. Oh, hier haben wir einen Aussichtspunkt. Haben wir auch noch gar nicht. Ah, da kommen wir wieder nicht raus.
himmlische Wacht. Ja, ich glaube, wir werden echt noch warten, bis wir 47 sind. Mit dem Aufstufen, weil das lohnt sich jetzt fast noch gar nicht. So, okay. Das komplett neues Gebiet wollen wir noch gar nicht. Hier unten fehlt uns auch noch was. Mycenien. Fehlt noch so viel eigentlich, ey. Aber wir könnten jetzt mal zurückreisen und uns die zwei Tierchen abgeben. Ist auch bestimmt gut EP. Und da müssten wir eigentlich auch schon 47 sein. Ja, und dann könnten wir eigentlich, wenn es wirklich ist, mal auf Söldnerjagd machen. Okay. Bestienbezwinger an. Das Schwein war wirklich hart. Ich bin froh, dich wiederzusehen. Ich habe das für, Dieser Eber erlegte sich zwar schwerer als der kaludonische, doch bisher habe ich noch jedes Schwein erlegt, das kannst du mir glauben. Die Götter waren weise, als sie dich zu mir sandten. Ich vertraue den Göttern. Sie führten mich auch zu dir. Sie haben Sinn für Humor. Wieso das? Wir werden nach der Jagd über die Götter und ihre Wünsche sprechen. Der Stier wehrte sich gehörig, doch sein Fell gehört dir. Du bist außergewöhnlich. Genau wie dem Stier. Die Götter schenkten uns eine Welt der Wunder. Und wir sollten sie ehren. Du sprichst wie eine wahre Tochter der Artemis. Ich komme zurück, wenn ich die Felle habe. So, jetzt schauen wir noch mal, ob wir irgendwas hier wegballern können. 522. Wir müssen mal ins Inventar schauen. Wir haben nichts drin im Inventar. Nur Epic. Schauen wir doch mal, was noch für Tiere gibt.
Gegner Wolf. Wären es noch 3 Stück? Hyäne. Eine Hirschkuh. Und ein Wolf. Schauen wir mal, wo die auf der Karte sind. Dioskuren-Halbinsel. Dioskuren. Lakonien. Lakonien da. Ah, der ist hier unten irgendwo. Okay, dann würde ich sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich werde da mal hinreisen und dann schauen wir mal, ob wir diesen blöden Wolf finden. Dann würde ich sagen, es sind eh bloß noch 3 Tiere, alle 45, dann könnten wir die vielleicht noch erledigen. Und wenn es denn so gut geht, dann hätten wir die Quest auch abgeschlossen. Gut, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bleibt auf jeden Fall dabei. Schaut in der nächsten Folge rein, dann werden wir hier mal ein paar Tiere erledigen, hoffe ich zumindest. Und ja, dann schauen wir mal. Gut. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, euer Andi.